Bilder einfügen in Draw. LibreOffice. Wählen Sie in Draw im Menü Einfügen Bild. Im Dialog Bild einfügen wählen Sie die Bilddatei bild015k.jpg aus. Nun klicken Sie auf Öffnen. Das Bild wird nun im Dokument dargestellt. Das Kontextmenü Bild. Position und Größe. Rechts klicken Sie auf das Bild und wählen im Kontextmenü Position und Größe. Sie können im Dialog Position und Größe die Höhe und Breite des Bildes bestimmen. Damit die Proportionen erhalten bleiben, setzen Sie ein Häkchen bei Seitenverhältnis beibehalten. Bei Breite geben Sie 5 cm ein. Klicken Sie auf den Wert bei Höhe, damit dieser sich automatisch anpasst. Klicken Sie auf OK und das Bild wird sofort in den Abmessungen angepasst. Benutzervorlage erstellen. Rechts klicken Sie auf die Zeichnungsvorlage Standard und wählen Neu. Im Tab Verwalten geben Sie einen eingehenden Namen ein, zum Beispiel Objekt mit Linie. Klicken Sie auf den Tab Linie und machen Sie Ihre Angaben für den Stil, die Farbe und die Breite der Linie. Klicken Sie auf OK. Benutzervorlage zuweisen. Markieren Sie das Bild, das Sie mit der neuen Benutzervorlage versehen wollen. Doppelklicken Sie auf die Benutzervorlage und damit übernimmt das Bild die Einstellung für die Linie. Das Bild hat nun eine Linie als Umrandung. Komprimieren. Rechts klicken Sie auf das Bild und wählen im Kontextmenü Komprimieren. Im erscheinenden Dialog Bild komprimieren werden die Werte für Breite, Höhe und Auflösung angezeigt. Im Dialog unterhalb der Mitte wird die Größe der Bilddatei in KB angezeigt. Klicken Sie auf Abbrechen. Das Bild drehen. Bei markiertem Bild rechts klicken Sie auf das Bild und wählen im Kontextmenü Drehen oder Spiegeln. Die vier Ecken und die Seitenlinien des Bildes haben nun jeweils einen orangefarbenen Punkt. Fahren Sie mit dem Cursor auf einen dieser Punkte, so verändert sich die Cursorform zu einer Dreiviertelkreislinie mit Endpfeilen. Klicken und halten Sie den Punkt und ziehen ihn im oder gegen den Uhrzeigersinn. Wenn der gewünschte Winkel für das Bild erreicht ist, lassen Sie die Maustaste los. Ein Bild zuschneiden. Klicken Sie mit der rechten Maustaste in das Bild und wählen Zuschneiden aus. Die Anfasspunkte sind nun blau. Die Punkte können Sie nun mit der linken Maustaste klicken, halten und in das Bild hineinziehen. Ist der Ausschnitt wie gewünscht, dann einfach irgendwo neben dem Bild klicken, sodass die Markierung des Bildes aufgehoben wird.